I started to daydream and found God's time and day, but I started to bloom like a sunflower. Aspect-Treffen oder das Hangout-Café, Party-Sachen, Literatur, Medien, Filme und so weiter, das ist alles irgendwie hier vereint. Also ich würde sagen, das Iula ist einfach ein Safe Space, wo verschiedenste kreative Angebote auch da sind, einfach für so wirklich jede Person irgendwie das Richtige, glaube ich, dabei ist. Coolteam Club war ein Projekt, was eigentlich schon vorher existiert hat. Ich habe das eben mit Lori, meiner befreundeten Person, vorher im WG-Kontext bei uns veranstaltet und dann den Jula-Raum als die Möglichkeit gesehen habe, um irgendwie mit dem, was ich gerne mache und dem, was ich glaube, was einen Impact haben kann auf irgendwie so eine junge, queere Community, dass ich das dann hier in diesen Raum bringen konnte, wo dann eben mehr als nur 15 Leute Platz hatten und wo das eine breite Öffentlichkeit erreichen konnte. Eins ist so, dass wir heißen ja Black and Queer Kollektiv NRW und unser Kollektiv speziell ist es wichtig, diese Intersektionalität wertzuschätzen und zu thematisieren. Und ja, Iula hat ja intersektional auch im Titel und das hat dann sehr, sehr gut gepasst. Und ja, das passt vor allem mit intersektional, auch eben mit dem Konzept, dass immer irgendeine Art von Awareness da sein sollte und dass man aufeinander achtet, was bei unserer Veranstaltung auch immer sehr wichtig ist. Wir sind so eine der einzigen so A-Spec regelmäßige Treffen in Köln und Umgebung. Deswegen ist es halt so wichtig, dass wir einen Raum haben, wo das stattfinden kann und wir freuen uns so sehr darüber, dass es einen Raum gibt, wo wir eben immer hinkommen können, wo es comfortable ist und es ist einfach voll wichtig. Das ist auf jeden Fall etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. Es ist ein Raum vor allem, um einen kleinen Cypherspace zu schaffen mit Awareness und ganz viel Tee anzubieten und ja, diese Togetherness zusammen zu verbringen.